Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sommervideo. Wir ziehen jetzt bei den Royal Tournament Prize, also bei den Dragon Ball Saga Tickets, da habe ich einige. Und bei den garantierten SSS, da kann ich leider nur zwei ziehen, da ich ehrlich gesagt nicht so aktiv beim Royal Tournament gespielt habe. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Dragon Ball Summon Tickets an. Ich zeige euch mal, was so alles drin ist. Wir haben diesen Goku hier mit Giant Ape, dann den Piccolo Junior, dann den anderen Goku, dann Gott, Dämonen King Piccolo, Dämonen King Piccolo den Älteren, die Bulma, die Lunch, Dämon Taito. Ich wüsste nicht mal, wen ich da gerne haben würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei den garantierten SSRs, dahingegen hätten wir den Goku hier, der ist echt geil für ein T-Team. Der Bardock ist Meraine, der Talus ist Meraine, der Goku ist Meraine, der Vegeta ist Meraine, der Goku ist mir auch Rain, der ist okay, der ist mir auch Rain, cooler, den habe ich mindestens noch nicht, der war auch okay, buh. Aber es sind hier natürlich noch andere Charakter drin, so wie Gott Goku beispielsweise. Und Gott Goku hätte ich eigentlich ehrlich gesagt gerne nochmal, also als Typ. Ich würde sogar sagen, wir fangen hier an. Und ich bin gespannt. Okay. Wir gehen Super Saiyan. Wir gehen Super Saiyan 2. Und wir gehen nicht Super Saiyan 3. Und... ach, wir haben den Buu bekommen. Ich weiß gar nicht. Ist der gut? Was hat denn der überhaupt? Egal, machen wir weiter. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Gotenks auch drin, der physische, glaube ich, gell? Mr. Saturn links. Mr. Saturn links ist eigentlich nie schlecht. Wäre jetzt Rainbow noch gewesen, wäre es richtig geil. Und komm, was Gutes. Der Gohan. Der Gohan, Golden Warriors, Super Saiyan, Kamehameha, so is the Souls. Naja, ist jetzt nicht so das Goldene vom Ei. Ich mach hier... wie viel kann ich? Vier. Viermal Singles bei den Silbernen und einiges an den Goldenen. Also ich habe letztes Mal schon welche aufgesammelt. Beim letzten Mal waren es so wenig Tickets, das hätte sich gar nicht gelohnt zu ziehen. Okay, zweifacher Super Saiyan. Der Mutaito. Mutaito. Oder wie ich einfach sage, der Meister von Meister Roshi. Und Herr der Kranie. Kranie. zwei Raumschiffe. Ja, super. Ha, wir kriegen unseren ersten Rare. Ich sag Namu. Oh nee. Officer Black. Super. Na. Drei Raumschiffe. Nächsten Rare. Geil. Was ist denn jetzt los? Ja, Mann, Dracula Man. Ihr merkt schon, ich ziehe hier eigentlich ziemlich schnell, weil da ist nichts, was mich wirklich heiß macht. Ich ziehe einfach nur, weil ich es kann. Oh, ein Raumschiff. Nächster Rare. Ach, super, ey. Super. Richtig geil. Habe ich wieder richtig viele Rares. Ja. Bacteria. Der Kampf ist mindestens lustig gewesen gegen Krillin. Mr. Saturn rechts. Nächste Rare. Wow, Rainbow. Scheiße, wieso verwandelst du dich so ein Goku? Ich hätte mal so... ich habe da eigentlich noch nie eine geile Animation gehabt bei der Dragon Ball Saga. Oh yeah, Mann, wir bekommen Bulma als Bunny. Mr. Saturn rechts wieder. Hammergeil.
Oh, keine Verwandlung. Nächste Rare. Wieder Bakterien. Ich glaube, ich mache dann auch Ding Super Tag Level 10. Das war ein Spaß, das würde ich nie machen. Das ist total nutzlos, dieser Typ. Mr. Satan links. Okay, schon mindestens ein bisschen besser. Rainbow, verwandle dich nicht. Mann! Wieso? Verdammt nochmal. Kannst du mindestens in den Dreifachen mal gehen? Nein, auch natürlich nicht. Super, hey. Oh, geil. Bulma, die Junge. Nur Schrott. Vier Raumschiffe. Instant Super Saiyan. Mindestens wird's kein Rare. Nein, wieder kein Dreifacher. Ah, und jetzt. Und. Oh, Mutato. Super. Mutato. Ich hätte gerne Potatoes. Ja, so Pommes hätte ich eigentlich schon Bock gehabt. Ich hab schon irgendwie Hunger. Oh nein, Raumschiff. Nächster Rare. Oh nein, er verwandelt sich mindestens noch. Okay. Wir kriegen einen Super Saiyan, einen zweifachen und natürlich keinen dreifachen. Das heißt, wir kriegen mindestens einen SR. Und der SR ist schon wieder Potato. Er kann mindestens die Super Attack sehen. Also, so scheiße ist er jetzt auch wieder nicht. Ich glaube, als Free-to-Play-Charakter für den Anfang wäre gar nicht mal so kacke. Zwei Raumschiffe. Keine Animation. Du. Und der lila Ninja. Murasaki. Dass man bei den goldenen Tickets halt auch nur Scheiße gekriegt, ist es halt so grandios, finde ich. Oh, Mr. Satan rechts, das bringt mir immer so viel Glück. Ja, Mann, keine Animation, kein Super Saiyan. Super, nächster Rare. Ja, wieder Black. Aber nicht Goku Black, sondern Officer Black. Officer Black. Wurde der eigentlich zensiert in der 4Kids-Version? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Popo blau gemacht worden ist. In der Ami-Version. Super Saiyan. Super Saiyan 2. Und wieder kein Dreifacher und wieder ein SR. Ich glaube, ich gehe heute ohne einen SSR raus bei der Budget Dragon Ball Banner. Aber ist nicht so schlimm. Ist echt nicht so schlimm. Nur wieder mit der Satan rechts. Also. Mindestens verwandle ich mich in einen Super Saiyan. Okay. Super Saiyan 2. Und kein dreifacher Super Saiyan. Das heißt, hier wieder kein garantierter SSR. Und wir bekommen einen SR. Oolong. Ja, Mann, Oolong. Oolong. Der kann Gegner stunnen. Der ist richtig geil. Den kann man auf jeden Fall garantiert in ein Tag Team reintun. Der ist auch gar nicht scheiße. Nein, rein. Gar nicht. Oh, zwei Raumschiffe. Oh, Rainbow Release. Super, Super Saiyan, der zweifache Super Saiyan. Und wir bekommen ein SR. Potato! Ich gehe hier ohne einen SSR raus. Das ist richtig geil, Alter. Egal, solange ich dann nachher bei Gogeta INT meine ganzen SSRs bekomme, das ist es mir dann wurscht. Drei Raumschiffe. Okay, verwandelt sich mindestens in Super Saiyan. Super Saiyan, also Super Saiyan 2. Und wir gehen wieder nicht in die dreifachen Super Saiyan, wieso auch? Weil, wieso will ich ein SSR? Wenn ich lauter SRs haben kann, wieso brauche ich einen SR? SSR. Ich meine, wer hat zu viel verlangt? Gar keine Animation, Rainbow. Ach, verwandelt sich trotzdem wieder in Super Saiyan. Super Saiyan, der zweifache Super Saiyan. Und natürlich wieder kein dreifacher Super Saiyan, weil so eine Animation habe ich hier noch nie gesehen. Und wir bekommen einen SR. Eine SR Bulma Beach. Super, jetzt habe ich noch zwei Tickets. Oh, bei den zwei Tickets kriege ich noch ganze grandiose zwei SR. Vielleicht, vielleicht noch ein R. Oh, Mr. Satan rechts, das bringt mir immer so viel Glück. Und keine, doch, er verwandelt sich mindestens in ein Super Saiyan 2 und kein dreifacher Super Saiyan, wieso auch? Wer braucht schon so geile Animationen, wenn man immer nur SRs bekommt? Yeah, die INT SR Bulma wieder.
Geil, nächstes Ticket, letztes Ticket. Richtig geil, da freue ich mich doch. Da freue ich mich also richtig mehr, weil ich meine, jetzt kriege ich noch einen. Wow, Mr. Saturn rechts wieder. Den hatten wir ja noch nicht. Und ich krieg einen Rare, super. Ich habe nicht ein SSR gezogen bei der ganzen scheiß Dragon Ball Saga Ticket. Grandios, grandios. Ja, ich krieg King Chabba, denn den King Chabba ist ein Affe. Super, dankeschön. Geilstes Summon-Video ever. Ich habe hier nur zwei verfickten Charakter gekriegt, die ich beide nicht brauchen kann. Und hier habe ich gar kein SSR bekommen. Wieso auch? Danke, Dockenbattle. Ich mache immer so gerne Videos für euch. Hammergeil. Jetzt ohne Scheiß. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Grüße an Johnny. Der hatte ja auch so geile Summons bei dem hier. Und der hatte bei den Dragon Ball Saga Tickets ja genauso viel Glück. Ich glaube, da hatte er da auch nur ein SSR gezogen beim letzten. Also, Grüße an dich, Johnny. Du hast genauso viel Dose wie ich, wie es aussieht zurzeit. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wie gesagt, ich verlinke euch wieder unten die Yonkos-Gruppe. Da könnt ihr billig Stones kaufen. Gerade für den ENT-Banner. Ich meine sogar, ihr kriegt 100. Lass mich jetzt nicht lügen. Ich glaube, 160 Steine für 35 Dollar? Ne, 130 Steine. Und ihr müsst schon mal denken, das ist schon günstiger, als wenn ihr es beispielsweise hier beim Shop kauft. Ihr müsst denken, ihr kriegt für 35 Euro da 63. Also ihr kriegt beinahe das Doppelte bei Yonkos Shop. Und wie gesagt, er ist sehr vertrauenswürdig. Und ja, das war's mit Summon-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Und ja, könnt mir ruhig in Twitter posten. Ach, scheiße, ich habe ja wieder keinen Gruppensummon gemacht. Das vergesse ich jedes Mal. Super. Ich bin der Begeisterte ever. Egal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.